Willkommen in München beim Spitzenspiel der NBBL-Gruppe Südost FC Bayern Basketball gegen TSV Tröster Breitengüßbach. Obwohl beide Mannschaften körperlich anwesend sind, geht es in der ersten Halbzeit nur in eine Richtung. Andreas Obst wartet geduldig auf den Block und schließt per And-One über zwei Verteidiger ab. Und dann geht der Sturm los. Tibor Tara schüttelt seinen Verteidiger ab, drückt dann ab und versenkt den ersten von hinter der Dreierlinie. Das war wie ein Startschuss für die Bamberger Gäste. Der FC Bayern ist weiter zu passiv und bekommt einen nach dem anderen eingestreut. Tibor Tara streut aus allen Rohren, wie hier aus dem Fastbreak für 3 und gleich noch einen nach schönem Swingpass von Matthias Fichtner aus der Ecke. Wenn der Dreier dann mal zu ist, holt er sich eben das Foul und schließt mit dem Old-Fashioned 3-Punkt-Spiel ab. Kurz, Tarasch macht was er will. Dazu gehört natürlich auch für seine Mitspieler kreieren. Splash Brothers Germany, Tarasch auf Obst für den Dreier. Die beiden zusammen kommen auf insgesamt 9 der 12 Bamberger Dreier und wechseln sich dabei höflich ab. Hier der Assist von Andreas Obst in die Ecke auf Tibor Tarasch. Im zweiten Viertel wacht auch München dann mal auf. Kareem Jello bekommt den Ball am Top of the Key, spinnt um Andreas Obst und legt ihn mit schönem Fingerroll in den Korb. Tibor Tarasch interessiert das wenig. Er war mit 24 Punkten zweitbester Scorer der Gäste. Hier setzt er sich gegen Sebastian Schmidt durch und versenkt den Floater aus dem Lauf. Jetzt zieht Bayern die Verteidigung an. Richard Freudenberg versucht sich als LeBron James mit dem Chase-Down-Block gegen Sven Lorber. Auf der anderen Seite wird er für seinen Einsatz belohnt und bekommt den Ball nach einem Kickout von Point Guard Sebastian Schmidt. Ein kleiner Headfake genügt und er kommt trotz Kontakt gegen Leon Kratzer zum Abschluss. In der zweiten Hälfte lässt Güßbach zunächst nicht nach. Andreas Obst mit einem weiteren Dreier in der Transition. Marvin Ogunsipe, der mit 17 Punkten und 14 Rebounds ein Double-Double auflegte, auf Kareem Jello. Zwei Hände, wozu? Eine reicht mir. Power Jam und ein Poster für Matthias Fichtner. Und zum Genießen nochmal in Slow Motion. Bayern legt noch einen drauf und will den Anschluss. Richard Freudenberg mit dem Stil und Mikro frei für den Kommentator am Spielfeldrand. And one für Freudenberg und der Anschluss in der Schlussminute. Hier nochmal zum Genießen. Doch es ist der Abend der Shooter aus Bamberg. Andreas Obst von ganz weit hinter der Linie für den Dreier und dem Schlussstrich unter einem fulminanten Spitzenspiel in München, das seinen Namen mehr als verdient. Er ist Topscorer der Partie mit 26 Punkten, inklusive 4 Treffern von Downtown. Bamberg trifft am Ende seine Freiwürfe, München schafft es nicht mehr ganz. So hat Bamberg in diesem Aufeinandertreffen das bessere Ende auf ihrer Seite und gewinnt knapp mit 86 zu 81.